Heute gibt's mal wieder ein bisschen Inspiration zum Thema Sommeroutfits. Vielleicht kennt der eine oder andere das da draußen, man steht vom Kleiderschrank und man weiß einfach nicht, was man anziehen soll, obwohl der Kleiderschrank komplett gefüllt ist. Und das passiert mir auch öfter mal und aus dem Grund ist es für mich wesentlich einfacher, die ganzen Outfits komplett angezogen zu sehen, also den kompletten Look. Da tue ich mich einfach wesentlich leichter mit, um zu sehen, gefällt es mir oder gefällt es mir halt nicht. Und da aktuell der Sommer vor der Tür steht, gibt es heute in diesem Video ein bisschen Sommeroutfit-Inspo. Das erste Outfit besteht aus grauen Wildlederloafer, einer weißen straighten Jeans von Zara, die habe ich schon echt ewig und ein neues Hemd, das kommt aus der aktuellen Kollektion von Zara in so einem Sandton und ich finde es ein sehr schönes Hemd, gerade mit dem Stehkragen und mit der Knopfleiste, die nicht komplett bis nach unten geht, sondern nur halb bis zur Brust ungefähr, ist das eine wirklich richtig schöne Kombination. Machen wir weiter mit Outfit Nummer 2, bestehend aus weißen Ledersneakern, einer grünen, sehr feinen Hose für kurze Hosen und ein grün-weiß gestreiftes Hemd. Das Highlight an diesem Outfit ist ganz klar die Hose. Die hat an den Seiten so Side-Adjusters und hat eine doppelte Bügelfalte vorne. Ich weiß, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Man trägt die kurze Hose auch einfach ein bisschen höher und das Hemd jetzt hier auch in der Hose, weil halt die Hose bei diesem Outfit einfach das Highlight-Piece ist. Und gerade solche gestreiften Outfits, also so Hemden mit Längsstreifen, das sind vor allen Dingen perfekte Kombinationsmöglichkeiten für Leute, die zum Beispiel etwas von der Größe her nicht ganz so groß sind. Also mit Längsstreifen in einem Hemd, da wirkt man einfach auch direkt ein bisschen größer. Und wenn du zum Beispiel ein bisschen kleiner geraten bist, wäre das auch eine richtig gute Kombination. Und vielleicht kennst du die Situation im Sommer. Da ziehst du den Hemd an und du weißt gar nicht, hey, soll ich den letzten Knopf noch öffnen oder soll ich den doch lieber schließen? Da ist man sich manchmal so ein bisschen unsicher. Und wenn du da unsicher bist, ja, da habe ich jetzt die Lösung für dich. Und zwar kannst du den Mittelweg nehmen und der Mittelweg heißt Magic Button. Wenn du nicht weiß, was der Magic Button ist. Der Magic Button ist ein kleiner, feiner, runder, von beiden Seiten selbstklebender Silikonknopf. Den kannst du als Magic Button, also als versteckten Knopf, verwenden und der eignet sich halt gerade für solche Zwecke super. Den Magic Button kannst du übrigens auch noch für andere Probleme benutzen, wenn du zum Beispiel deine Krawatte richten willst, das Einstecktuch richten willst etc. Schaut einfach mal auf der Website vorbei. Ich verlinke euch den Button hier unten in der Infobox. Dann machen wir weiter mit Outfit Nummer 3 und zwar ist das wohl der, ja, der Golfclub-Look bzw. das Segel Turn-Outfit, denn dieses blau-weiß gestreift und mit einem Poloshirt, das erinnert mich doch schon sehr an Golfen bzw. an Segeln. Das Outfit besteht wieder mal aus weißen Ledersneakern. Weiße Ledersneaker sind im Sommer sowieso bei mir absolut Programm, ja, und wohl meine Daily Shoes. Dazu trage ich eine blau-weiß gemusterte kurze Hose und zwar mit einem Hahntrittmuster und darauf ein relativ feines Poloshirt, was ich hier auch gerade anhabe. Das ist ein bisschen, ja, feiner vom Strick her, also einfach so ein, ja, Feinstrick. Ich weiß gar nicht, ob noch Seide drin ist, aber ein sehr feines Poloshirt. Und die Kombination, wie gesagt, der perfekte Look für einen Segelturn oder wenn du mal eine Runde golfen willst. Machen wir weiter mit dem nächsten Outfit und auch hier trage ich wieder, wie kann es anders sein, meine weißen Ledersneaker. Dazu eine kurze Hose und zwar aus Leine in der Farbe, ja, ich würde sagen, ist fast schon eine Cremefarbe. Und diese kurze Hose hat keine zwei Buntfalten, sondern nur eine Buntfalte, was die Hose auch wieder ein bisschen eleganter macht, obwohl sie eigentlich relativ entspannt aussieht, weil sie halt aus Leine ist und weil sie auch vom Schnitt her relativ entspannt ist. Dazu ein hellblaues Hemd, ja, fast schon himmelblau kann man sagen, aus der aktuellen Zara-Kollektion kommt das auch. Das Hemd hatte ebenfalls einen Rundhalsausschnitt, kann man jetzt aber komplett aufknöpfen. Ich habe das Hemd an dieser Stelle jetzt einfach mal in die Hose reingesteckt, damit der Look einfach noch ein bisschen hochwertiger aussieht, damit das Ganze einfach ein bisschen aufgeräumter aussieht. Bevor wir mit dem letzten Look weitermachen, Leute, schreibt auch bitte mal gerne in die Kommentare rein, welche Looks ihr persönlich am besten findet. Findet ihr eher die, ja, an Herrenstyle angelegten Looks cooler oder findet ihr eher die etwas sportlicheren, lässigeren Looks cooler? Schreibt es mal gerne in die Kommentare und jetzt machen wir weiter mit dem letzten Outfit. Der letzte Look ist ein cooler, sehr lässiger, sportlicher Look. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Hier trage ich weiße Adidas-Sneaker bzw. cremefarbene Adidas-Sneaker mit einem kleinen Detail, mit hier und da einem kleinen Farbklecks drauf und eine cremefarbene kurze Hose, eine super lässige kurze Hose und dazu ein Oversize-T-Shirt, ebenfalls in der Farbe Creme. Die Schuhe finde ich an dieser Stelle echt sehr gut, weil mit den Schuhen, mit dem Farbplex auf den Schuhen, kann man einfach hier nochmal ein kleines Highlight setzen, weil das Outfit schon relativ identisch ist von den Farben her. Und das Obermaterial von der Hose als auch von dem Oversize-T-Shirt sind ein bisschen unterschiedlich. Was ich aber auch cool finde, das macht das Ganze auch ein bisschen interessanter, weil es halt schon sehr einheitlich ist. Und das Oberteil an sich, ja Leute, ihr seht es, ist es komplett Oversize, aber sowas muss natürlich auch mal sein. Wenn es jetzt zum Beispiel wirklich richtig warm draußen ist oder du im Sommer am Reisen bist, dann ist das wirklich ein perfektes Outfit. Und hier seht ihr nochmal alle Outfits im Überblick. Sofern ich die Klamotten bzw. die Kleidungsstücke im Netz gefunden habe, habe ich die euch selbstverständlich natürlich auch unten in der Infobox verlinkt.
Also Leute, das waren die Sommeroutfits. Ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen Inspiration bieten für eure Sommerlooks. Und jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Sommer. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.